Also ich produziere keine Nahrung, ich verbrauche keine Nahrung. Ihr seid einfach... ja. Das wäre blöd. Das heißt, ich hab jetzt Corona. Nice. Jetzt kann ich irgendwas Neues bauen inzwischen. Das baue ich im Moment alles nicht. Schon knapp an der Grenze, ne? Also, was das Wasser angeht, ist meine Produktion ja jetzt nicht so hoch, aber soll ja eigentlich nicht stören, oder? Jetzt haben wir hier muss es auch reichen, wenn einer arbeitet eigentlich, weil ich würde gerne die Krankenstation hier noch belegen mit jeweils einem anderen und dann kann ich hier die drei einfach beibehalten. Genau, und hier sind auch drei. Dann nehmen wir dich noch weg und packen dich hier zu. Kannst du. Drei, zwei, warte mal, das sind fünf. Zwei und zwei sind vier. 2 sind 6. Das sind aber nur 9. Warum arbeiten nur 9? Es müssten 11 Stück arbeiten. Sector scan. Du bist Mediziner. Du bist Ingenieur, dann arbeitest du bitte nicht da. Woanders kannst du ja einen anderen Job suchen, aber doch nicht als Ingenieur, ist doch blöd. Ja, aber dann muss er wenigstens... Ich will ja nur nicht, dass er seinen Bericht da so schlecht schreibt, weil sein Bericht soll ja schön sein. Ich möchte ja ein Optimum von... Ich will ja nicht so eine Ein-Sterne-Bewertung. Das ist ja blöd, ich rede einfach nicht so viel gerade, glaube ich. Wenn das viel lauter ist, dann sag Bescheid, dann muss ich das leiser machen. Was ja aber kein Problem ist, kann ich ja einfach machen, das ist ja nicht so. Also, automatisches Speichern, okay, gut, das ist, gut. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mal speichern. Was aber noch was für eine. Wenn der Kunde mal diese Anomalie bitte. Da ist auch eine. Okay, gut. Wenn
da Wasser ist, dann breiten wir uns erst nach da aus. Weil Wasser ist immer sehr wichtig. Hab ich gelernt. Das ist die Forschung. Endlich geht die mal voran hier. Endlich geht die mal voran. Aber auch nicht wirklich, also nee. Was macht ihr denn hier in eurem Forschungslabor, wenn nicht forschen? Ich glaube, es hackt. So eine aktive Arbeitsschicht. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Bist du auch gleich da bei deiner Anomalie? Dann passt das schon. Warte ich, das bin ich viel leiser als das In-Game, dann kann ich das ändern, wenn du mich, also dann ist das okay. Dann musst du mir nur Bescheid sagen, dann ändere ich das natürlich. Was machen die denn hier? Warum tanken die denn die Rakete auf? Der nur tankt und die andere nicht. Hä? Nee, da wird Nahrung rausgeholt. Ich wollte gerade sagen, warum bringen die denn da was hin? Aber die bringen ja gar nichts hin. Die bringen ja was weg. Ja, kein Problem, mache ich eben. Die bringen ja was weg. Ist ja Quatsch. So besser war die. Nee, ich wollte sagen, hey. Ich hab gerade gedacht, die betanken das ja, aber die betanken das ja gar nicht. Das ist ja Quatsch. Womit soll es auch betanken? Kann ich so viel Raketentreibstoff anfordern, dass ich 3 Raketen zurückschicken kann? Rakete. Nee, kann ich leider nicht. Okay, schade. Das hätte ich jetzt lustig gefunden. Aber da ich das nicht kann, nicht wirklich, aber warte mal, okay, dann mach ich das über. Machen wir später also. Anwenden. Ja. Jetzt muss ich ja leiser sein, jetzt hat es ja keine Wahl mehr. So, und dann kann ich das auch wieder ein bisschen so machen und dann das wieder so und dann müsste es jetzt passen. Perfekt. Ja gut, okay, jetzt ist halt gerade still, weil ja, die Musik hat gerade neu startet. Kann ich irgendwo sehen, wie es denen geht? Servicegebäude sozial, das kann ich ändern. Servicegebäude sozial, ist das nicht hier sowas? Nee, das ist Entspannung, aber das ist doch das. Aber du hast, ihr habt doch sowas. Ach, das sind nur, okay, das ist nur der Tourist, ja, okay, das ist nicht so, das ist nicht so erheblich. Einkaufen sozial. Einkaufen. Sollt ihr bekommen, sollt ihr bekommen. Einkaufen. Kommt hier. Kommt ihr ausbauen. Ich würde sagen, den Einkaufsmarkt packen wir hinter den Botanischen Garten. Der
der Navigation oder neben das Forschungslabor. Da sieht es besser aus. So, einkaufen habe ich gemacht. Jetzt brauche ich noch. Was fehlt noch? Sozial und Gaming. Okay, das kriegen wir doch bestimmt wieder einen Punkt. Gaming ist. Ich schätze mal hier. Dann bauen wir noch einen Freiluftfitness. Oh, das ist zu groß. Das Freiluftfitnessareal ist zu groß. Ihr müsst euch mit was kleinerem Sozialen abgeben. Was mit so einer. Was zu essen. Was zu essen ist doch schon mal was Schönes, oder nicht? Damit könnt ihr doch bestimmt leben. Bauen wir das Restaurant. Wo bauen wir das Restaurant hin? Nirgendwo. Gibt's erstmal nicht. Wird alles gebaut. An Anomalie erforscht. Gut, dann war hier unten noch was. Neue Türen können erforscht werden. Für jene, die wissen, wo sie suchen müssen, ist die lange ist die karge Landschaft des roten Planeten eine wahre Schatzkammer, voll und unentdeckten Wissen und Wunder. Selbst der kleinste, schlichteste Stein kann die Antwort auf Geheimnisse liefern, die die Menschen schon seit Generationen beschäftigen. Manchmal bedarf es nur einer einfachen Entdeckung, um uns der Größe des Universums bewusst zu werden und über die Grenzen unserer Existenz hinweg in die Zukunft zu blicken. Effekt: Die folgenden Technologien sind auf der Forschungsanzeige erschienen. Angepasste Sonden, Stilllegungsprotokoll, Mars Crowdfunding, Nutzung des Erdreichs, Transportoptimierung. Okay, ja, die Forschung öffnen brauche ich jetzt noch nicht. Ich weiß im Moment noch genau, was ich forsche. Da muss ich jetzt noch weitermachen. Sektor scanned. Du hast ja nämlich noch ein bisschen was vor dir. Der fällt da auch im Kreis, perfekt. Okay, der Tobi ist nicht zufrieden, na gut, okay, der wird halt dann halt auch nicht zufriedener werden. Hat halt nicht gehabt. Kann jetzt halt leider auch keine zweite Kuppel einfach so bauen, mal eben. So, was, wie sagt man, wie sieht mein Strom aus? Passt alles gut. Wenn das alles passt, kann ich ja nicht meckern, ne? Eigentlich muss ich sagen, würde ich gerne noch unten weiter bauen. Doch, also, wir haben zuerst. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal. Das ist, glaube ich, einfach auch schlauer. So. Ja, ich würde ja gerne euch Drohnen entlasten, aber ich habe halt verpennt, dass ich das erforschen muss. Und deswegen bin ich gerade dabei, das zu erforschen, aber das dauert halt ein bisschen. Deshalb glaube ich. Vielleicht, ich weiß es nicht so genau. Irgendwas brauche ich auf jeden Fall. Das doch nach oben und noch mal nach oben, weil das Hochhaus ist auch, glaube ich, falsch erstmal. Und
ausschlachten möchte ich Gebäude noch nicht, weil das ist ja irgendwie auch nicht so unbedingt das Wahre. So. Ja, das steigt, das ist gut. Das heißt, es wird langsam besser. Machen wir die Arbeitsschicht so. Achso, die sind noch so Meilensteine, okay. 50% der Arbeiter sind in der. Okay, gut. Reiche ein Wunder. Auch gut. Baue eine Megakuppel. Okay. Das soll wohl unser Ziel sein, eine Megakuppel zu bauen. Wird gemacht. Jetzt müssen wir erstmal die Gründer überleben, bevor ich hier weiter ausbaue für. Noch mehr Leute, die von der Erde nach hier oben hinkommen. So. Die nächste Kuppel soll dann hier hin und dann gehen wir so in Richtung Wasser erstmal und danach. Deswegen erforsche ich jetzt hier unten erstmal, wäre hier unten ja vielleicht ganz praktisch was zu bauen, damit wir uns auch noch. Nicht nur in eine Richtung expandieren. Wir wollen ja hier nicht zu einseitig denken auf dem Mars, ne? Wir müssen ja ein bisschen gefächert denken. Wir müssen ja auch irgendwie mit unserem Kram hier klarkommen und so ein Kram, ne? Was mich halt echt wundert, ist, dass ich halt alles abbauen kann und so, aber ich hier irgendwie. Ich habe halt kein Metall oder so. Also. So, das bringt mir halt dann alles auch nichts, weil ich den nicht platzieren kann. So, also ich kann keine richtigen Extraktoren bauen für Metall. Und für Edelmetall sicher auch nicht. Das heißt, ich muss einfach weiter untersuchen. Ich muss erstmal mit meiner kleinen Kolonie hier klarkommen. Ja! Ich will ja auch nicht sagen, dass auf dem Mars Leben einfach ist, aber. Okay. Muss ich hier. Eine Person muss ich arbeitslos machen, leider. Und das wird sein. Warte mal, okay, jetzt hier gut aufpassen. Du bist ein Wissenschaftler, du dich nicht. Du bist auch Wissenschaftler. Achso, okay, das ist perfekt. Ja, machen sie von alleine genauso, wie sie es machen sollen. Ist doch auch gut. Ja, unser Turi ist nicht ganz so zufrieden. Der hat halt hier nicht so viel. Aber ich habe ja gesagt, pro Rakete darf ein Turi mit. Und einer Uneffizienz. Der ganze Rest wird spezifisch ausgewählt. Was ist denn jetzt? Neue Technologien können erforscht werden. Für jene, die. Achso, okay, ist immer das gleiche. Und dann kommt da. Wo, ja, zack, okay, das habe ich alles. Okay. Ja, kannst du mir mal zeigen, wo ich. Sehr viel in Biotechnik, also in Biotech. Ja, gut. Gut. Machen wir weiter. So, was möchtest du denn haben? Möchtest du. Computer kann ich dir nicht liefern, leider. Ja, toll. Wie fahre ich denn elektronische. Wow. Spiel? Wow. Kann ich irgendwo so ein Ding bauen, wo das zusammengebaut wird?
man da nicht hier? 9, 9, 9, 9. Das kostet nur 9, 9. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Hier? Wartung kosten. Produktion, Produktion. Hier müsste ich hin. Aber das habe ich noch nicht. Dann war es ja total dämlich, das zu bauen. Irgendwie. Naja, egal, jetzt ist es halt da, dann habe ich halt keine elektronischen Geräte oder so. Habe ich nicht so ganz bedacht, dass ich ja auch elektronische kriege. Ich dachte, die bauen die da und verkaufen die dann. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich da jetzt irgendwie so ein Elektronikgedöns bauen muss. Kann ich das? Nee, das habe ich ja nicht mehr erforscht, ne? Weißt du was, ist mir egal. Ich baue jetzt hier einen. Ich hätte gerne. Da ich ja eh erst nach oben baue. Machen wir den trotzdem mal noch hier rechts. Ach man, das wäre alles so viel praktischer, wenn ich.